Hier standen die Angeklagten schon einmal vor 3,5 Jahren. Zwei Männer aus der rechten Szene, 26 und 38 Jahre alt. Sie sollen Rädelsführer der sogenannten autonomen Nationalisten Göppingen sein. Es geht um Nazi-Propaganda, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen. Der Hauptvorwurf aber, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Doch genau dafür fehlen laut Bundesgerichtshof die Beweise. Das erste Verfahren damals am Landgericht sei nicht gut gelaufen, räumte der jetzt zuständige Richter ein und bot den beiden Angeklagten noch einmal eindringlich an, das Verfahren einzustellen. Seit Monaten versuchen Gericht und Staatsanwaltschaft, sich mit den Angeklagten zu einigen. Nachdem der Bundesgerichtshof der Rechtsauffassung des Landgerichts und der Staatsanwaltschaft Stuttgart nicht geteilt hat, mussten wir eine Neubewertung durchführen. Und danach sind wir zu einem Ergebnis gelangt, dass eine Einstellung nunmehr am sachgerechtesten ist. Die 57.000 Einwohner Stadt Göppingen, hier und in der Umgebung sollen Rechtsradikale seit 2009 besonders aktiv sein. Als Reaktion darauf gründete sich 2012 der Verein Kreis Göppingen Nazifrei. Der Anlass für die Gründung unseres Vereins war eben, dass die Präsenz der rechten Szene in Göppingen immer mehr zugenommen hat. Zunächst hat es mit Aufklebern angefangen und mit Graffitis. Dann kamen vereinzelt Demonstrationen, zuerst klein, dann auch größere. Neonazi-Aufmärsche wie hier 2013. Über 140 Rechtsradikale aus ganz Deutschland kommen nach Göppingen, um ihre Parolen zu verbreiten. Ein Jahr später wurden die autonomen Nationalisten Göppingen verboten. Zwei mutmaßliche Organisatoren dieser Aufmärsche heute also wieder vor Gericht. Dann am Nachmittag die Wende. Das Verfahren wird eingestellt. Die Angeklagten haben sich doch noch mit der Staatsanwaltschaft geeinigt.